Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Weiter geht's, wir sind am Ende des letzten Parts hier auf dieser Himmelsinsel gelandet. Ja, und die schauen wir uns jetzt mal an. Oh, Sonnenfleckchen. Kann als Kochzutat deine Herzen wieder auffüllen, wenn diese durch Miasma reduziert wurden. Sehr, sehr praktisch. Jedenfalls für Abenteuer im Untergrund. Ich meine, da haben wir uns ja bislang so ein bisschen von fern gehalten. Aber keine Sorge, früher oder später werden wir uns da auch noch umschauen. Was hat denn hier gerade geplinkt? Bisschen unspektakulär, die Insel. Dafür richtig groß. Also die zieht sich noch ein bisschen nach unten durch. Ach so, hier vorne ist so ein Schalter. Insel der Heldenmutprobe. Was ist jetzt die Mutprobe? Hier in den Tod springen, oder was? Ja, schöne Mutprobe. Einfach mal draufgehen. Schön, dass da hinten übrigens der Todesstern hängt. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Himmelsinseln, merke ich gerade. Na dann, Geronimo! Boah, solche Challenges mag ich ja. Sowas finde ich immer richtig, richtig cool. Vor allen Dingen ist diese Prüfung hier auch nicht sonderlich schwer. Was? Ach Quatsch, als Belohnung kriegt man einen Schrein oder was? Nein, ist das cool. Das ist ja witzig. Ich dachte, wir kriegen wir kriegen jetzt irgendwie eine Schatztruhe, aber ein Schrein ist schon sehr, sehr geil. Mega. Hey, und hier ist ein Kapselautomat. Boah, richtig, richtig geil. Und der kleine Roboter ist zurück. Sei gegrüßt. Willkommen. Dies ist der Ort einer Zeremonie, deren Teilnehmer bei einem Sturzflug ihren Mut beweisen können. Es ist schon lange her, dass jemand auf diese Insel kam, um sich der Zeremonie zu stellen. Sei willkommen. Ich habe deinen Sturzflug vorhin beobachtet. Du scheinst bereit zu sein. Ja, dann. Ist es etwa möglich, dass du die Sturzflugzeremonie noch nicht kennst? Verzeihung. Die Sturzflugzeremonie stellt deinen Mut auf die Probe. Die Sonau absolvierten sie, um das Kindesalter hinter sich zu lassen. Weit über unseren Köpfen befindet sich eine Himmelsinsel, die als Startpunkt der Zeremonie dient. Von dort springt man ab und muss im Fall in einer vorgegebenen Zeit sämtliche Ringe durchfliegen. Wenn du die Prüfung bestehst, wirst du von mir mit einem besonderen Gewand als Zeichen deiner bewiesenen Reife belohnt. Ja dann, ich bin bereit. Als Opfergabe eine Sonau-Energiesphäre. Ja, meinetwegen. Das ist eine alte Tradition. Na komm. Meinetwegen, dann kriegst du halt hier so eine Opfergabe. Gut, ich geleite dich zum Startpunkt. Bitte durchfliege sämtliche Ringe in höchstens 35 Sekunden. Ich dachte mir gerade nur, zum Glück muss ich jetzt nicht nach oben laufen wieder. Ja.
Na, aber sowas von bestanden. Wie viele Überraschungen das Spiel einfach bietet. Es wird von Part zu Part einfach nur geiler. Deine Zeit beträgt 27,5 Sekunden. Gut gemacht, auch wenn du das Zeitlimit nur knapp eingehalten hast. Jedenfalls hast du dir diese Anerkennung deiner Reife verdient. Ich bitte dich, sie anzunehmen. Aeroharnisch. Der an dieses Hemd angenähte Stoff sorgt beim Sturzflügen, bei Sturzflügen für Auftrieb, was das Gleiten im Fallen erleichtert. Du hast die Zeremonie erfolgreich absolviert, aber gib dich damit nicht zufrieden. Bitte stürze dich weiter durch die Lüfte und versuche, den Rekord von 20 Sekunden zu brechen. Oh, das probiere ich jetzt auch mal. Naja, also 20 Sekunden, es könnte schon knapp werden. Ach Quatsch, Moment! Dann nehme ich doch das Ding jetzt einfach mal. Aeroharnisch. Und geschafft! Wow, first try! Hui, war ich jetzt aber schon ein bisschen aufgeregt. Deine Zeit beträgt 19,13 Sekunden. Was für ein fantastischer Rekord. Du bist wahrhaftig schneller und mutiger als alle anderen, die ich bisher durch die Zeremonie geleiten durfte. Ich verleihe dir als Andenken an deine ausgezeichnete Leistung das hier. Bitte nimm es an als Kompliment. Große Sonau-Energiesphäre. Zeitweilig unbegrenzte Energie. Enorm energiehaltige Sonnenenergiesphäre. Die kann an einem Kapselspender verwendet werden oder kurzzeitig den Batterieverbrauch stoppen. Würdest du mir bitte deinen Namen mitteilen? Ich werde dann deinen Rekord entsprechend eintragen. Klar. Vielen Dank. Der Rekord ist nun auf dich eingetragen, Meister Link. Ach, wie schön. Es gibt so viel zu tun hier. So much to do, so much to do. Kapseln kriegen wir auch noch. Werf das Ding jetzt einfach mal hier ein. Wahrscheinlich voll die Verschwendung. Im Kommentarbereich beschweren sich dann hinterher alle, aber ich will mehr Kapseln haben. Boah, da sind ein paar neue dabei. Heißluftballon. Dieses Sonau-Bauteil beginnt bei Hitzeeinfluss zu schweben. Je mehr sich der Ballon erhitzt, desto schneller steigt er. Und eine Zeitbombe. Die über einen Timer gesteuerte Explosion dieses Sonau-Bauteils kann andere Sonau-Bauteile aktivieren. Manometer, das bietet aber ganz schön viele Optionen. Also diese Zeitbomben zu verwenden. Hey, da ist eine kleine Fee. Metal Gear Huxel wieder am Start. Wie schön. Wenn du all deine Herzen verlierst, heilen dich Feen von selbst. Anders als Glühwürmchen leuchten Feen auch am Tag. Davon ist sogar noch eine. Das ist tatsächlich ein ganz schöner Gamechanger für mich. Denn damit habe ich ja dann theoretisch 3 Leben. Ja, sehr, sehr geil. Der Tauhijo-Schrein. Na denn? Kampftechniken, Pfeil und Bogen. Ja, ein Tutorial-Schrein dann nur. Aber ich will nicht meckern. Ich krieg ja hier dann gleich neue Bögen. Und die habe ich
nötig. Dieser Schrein läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Der, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Hebst du im Flug den Bogen, erhöht sich dein Fokus. Nutze dieses Zeitfenster, um einen Pfeil abzufeuern. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Ich habe übrigens vollkommen vergessen, dass es diese Fähigkeit gibt. Ausgezeichnet. Erhöhe deinen Fokus erneut, um alle Gegner abzuschießen. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Dankeschön. Wo ich gerade die Bögen sehe, ich habe noch eine Idee. Eine weitere Episode von Funktioniert, das steht an, liebe Leute. Das beliebte Format im Let's Play. Und zwar kann ich denn eine Waffe nehmen. Wieso werden die denn hier so langsam nachgeladen? Naja. Kann ich eine Waffe nehmen und dann an der Waffe einen Bogen befestigen? Tatsächlich. Wie weird ist das denn? Schön. Das war's mit Funktioniert das? Sieht echt super affig aus, das Ganze. Und ich habe einen Bogen verschwendet. War es das wert? Nein. Würde ich es nochmal machen? Nein. Ein starker Konstruktbogen. Weg mit dem Bockbogen. Mein klares Ziel ist es, dass mir in diesem Let's Play nie wieder die Bögen ausgehen. Nie wieder. Nun denn. Ein paar Kapseln ziehe ich mir jetzt aber trotzdem noch. Ich habe ja noch diese kleinen Sphären hier. Ja, die ganzen Sachen sind halt schon ultra, ultra gut. Vier habe ich noch. Die vier behalte ich dann im Inventar. Gut, Leute, dann können wir eigentlich auch schon wieder nach unten fliegen. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Joa, joa, joa. Da vorne steht Epona. Da geht die Questreihe weiter. Wir sollten dann nach Norden reiten. Erster Plan war ja so Nordwesten, also diese Richtung. Aber ich habe die Vermutung, dass man hier sowieso dann zum Dorf der Orni kommt. Moment, ich habe doch noch dieses Foto. Da, da oben links, da ist das Dorf der Orni. Das war so eine gute Idee, davon ein Foto zu machen. Das hat man gerade auf der Karte gesehen. Ja, hier ist das Dorf der Orni ungefähr. Das passt. Trotzdem gehen wir diesen Weg. Dann können wir nämlich direkt die Tränen des Drachen weitermachen. Ja, heißt wir gehen zu dem Schrein, dann zurück zum Turm auf dem Tidoberg, dann tingeln wir hier runter und laufen nach oben. Ja. That's the plan, friends.
der ist ja noch ein Krog. Was? Wo ist denn... Hä? Wo ist denn der hin? Oh, man muss hier ganz nach unten. Ich wollte eigentlich darüber fliegen. Naja, dann klemme ich mir das. Ach, Moment, ich kann mich doch wieder nach oben teleportieren. Stimmt's. Ja, was war das jetzt? Moment. Oh, man sieht hier sogar, was die Kapselspender droppen. Muss ich vielleicht vor dem Krog unten sein? Bei diesen Krog-Aufgaben muss man sich ja immer so ein bisschen durchrätseln. Man weiß nie so genau, was man machen muss. Vielleicht fällt er ja runter und wir müssen den quasi unten fangen. In der Luft berühren? Ich check gerade nicht, was ich hier machen muss. Schönes Gebiet, by the way, mit diesen ganzen Pilzbäumen. Ah, man kann den untersuchen in der Luft. Oho, du hast mich gefunden. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen, Kollege. Wie die Lemminge, so ein richtiger Selbstmordskrog. Springt einfach aus der Luft nach unten. Die sind doch alle verrückt, die haben sie doch nicht mehr alle. Wobei, ich glaube, geistig sind die eh alle nicht fit. Denn hier, der eine mit dem großen Rucksack geht immer verloren. Der nächste stürzt sich in den Tod. Was machen denn die anderen? Verrückte Viecher. Jutz. Da ist der blaue Schrein. Heißt, da will ich rüberfliegen. Direkt schon mal die nächste Markierung setzen. Der Runakita-Schrein. Transportart. Oder Transportart. Kann auch sein. Erstmal wieder die Rüstung ändern. Große Kugel. Die liegt da oben. Die brauche ich hier unten. Und die muss ich irgendwie darüber transportieren. Große Kugel. Davon ist die Schatztruhe. Da muss ich gar nichts für machen, um die zu erreichen.
Sah so aus, als könnte ich da einfach so hochklettern, was ich ganz nett finde, ausnahmsweise mal. Na, das wird jetzt mal spannend. Ach, das ist hier so eine Kugelbahn. Ist ja witzig. Nur warum liegen da überall Stäbchen? Ist die Kugel zu klein? Ach, die ist zu klein. Die rutscht da durch. Ja, ja. Moment. Dann müssen wir also die Kugel verstärken. Mit den Stäbchen hier. Reicht das schon? Das war die größte Enttäuschung des Let's Plays für mich bislang. Wie furchtbar. Ja, dann machen wir es halt anders. Dann kommen die Stäbe halt... so richtig an die Seite. Sieht jetzt nicht so hübsch aus, müsste aber klappen im Gegensatz zur ersten Lösung. Gut, das wollte ich jetzt auch nicht. Wollte eigentlich, dass sich das an der Seite so ein bisschen einhakt. Aber da müssen die den richtigen Winkel haben. So, wenn man es genau so stellt, dann sollte es aber hinhauen. Ach, diese Steuerung ist manchmal aber auch unglaublich nervig, echt. Ja, das entspricht so mehr oder weniger dem, was ich machen wollte. Hätte ich halt gerne richtig cool... ...drauf platziert. Also ich hoffe, das rutscht jetzt einfach so ein bisschen weiter nach vorne noch. Ja, sehr gut. Moi, jetzt wird's richtig kompliziert. Jetzt haben wir nur noch eine einzige Stange. Was machen wir denn hier? Plattform bauen? Ja, Plattform bauen. Auch wieder nicht unbedingt das, was ich machen wollte. Aber hält. Komme ich nur leider nicht rübergeflogen. Na wurscht, kümmern wir uns gleich drum.
Hier hatte ich gerade schon eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir uns so einen Haken bauen? Schaut mal, das rutscht ja. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir nehmen zwei von diesen Dingern hier. Befestigen da so die Kugel drin? Ja, ob das wohl klappt schon? Reicht es? Ja, nicht die schickste Lösung. Aber halt eine Lösung. Na, dann haben wir ja schon mal das hier vorne erledigt. Und müssen nur noch die Schatztruhe holen. Und da experimentiere ich jetzt einfach ein bisschen rum. Ich hoffe, ich brauche die Kugel nicht für die Lösung. Glaube aber, ich kann mich da irgendwie auch so noch hintricksen, notfalls. Darf ich ja eigentlich so noch Bauteile benutzen? Nee, darf ich nicht. Die sind hier wirklich verboten. Schade. Man muss wirklich mit dem leben, was man hier zur Verfügung gestellt bekommt. Mal wieder ein etwas unkonventioneller Lösungsansatz. Na, findet ihr das Konstrukt auch so vertrauenswürdig wie ich? Ich wollte, dass sich das gegenseitig so ein bisschen stabilisiert. Das funktioniert aber. Das funktioniert. Wenn ich im richtigen Zeitpunkt springe, dann wird das klappen. Ja, oder ich klebe den Kram einfach noch ein bisschen aneinander. Schön. Wie schon gesagt, unkonventionell. Eigentlich sollte man es anders machen. Aber Herrgott, Hauptsache wir haben's. Als Belohnung gibt es einen Konstruktbogen, den ich nicht mal benötige. Wie traurig. Nimm den aber mit, damit die Schatztruhe hier als erledigt gilt. / geöffnet. Wundervoll! Das war's mit diesem sehr, sehr schönen Schrein.
Was war denn nochmal mein Plan? Ich wollte danach zum Berg. Jo, dann zu Epona und dann da hochreiten. Und genau das mache ich jetzt auch, beziehungsweise wir machen das zusammen ab dem nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.